Walt, warte! Oh, was habe ich denn damit gemacht? Es ist nicht in meiner Tasche und auch nicht in meinem Ärmel. Wo könnte es nur sein? Ah, Kidman, du kommst genau im richtigen Moment. Wärst du so lieb, mir dabei zu helfen, ein paar Wünsche zu erfüllen? Klar. Wunderbar. Es bringt mich ein bisschen in Verlegenheit, aber ich kann ein Buch, das Merlin mir geliehen hat, einfach nicht finden. Er hat nach seinem Buch gefragt, aber man könnte meinen, es hätte Beine bekommen und sei davon gerannt. Das ist natürlich nur ein Scherz, obwohl man bei Merlins Büchern ja nie genau weiß. Wo war ich nochmal? Ach ja, einige Dorfbewohner warten auf eine Hilfe. Könntest du das für mich übernehmen, während ich Merlins Buch suche? Und wie viele Wünsche geht es denn? Ach, höchstens 2 oder 3. Oder 29. Du wirst diese Wünsche sicher ohne Schwierigkeiten erfüllen können. Anna fühlt sich ein bisschen krank. Ein wenig Kürbissuppe sollte ihr wieder auf die Beine helfen. Hier, nimm dieses Rezept. Dankeschön. Und wer war da noch? Oh, Ursula braucht Amethyst und der knuddelige Olaf braucht einen Stapel Stecke. Okay, verstanden. Danke sehr, mein Lieber. Dann mache ich mich mal auf die Suche nach dem Buch. Ich danke dir, Liebes. Oh. So, erstmal lass uns abhängen. Okay, Sammelstöcke jeder Art für Olaf. Oh, gut. Ich dachte, ich wollte gerade sagen 100 Stöcke. Na gut, alles klar. Dann einmal nach Hause porten. Und ich muss mal eben schauen. Wir haben hier das Rezept Kürbissuppe. Ich weiß gar nicht, ob wir Kürbissuppe schon haben. Milch, Ingwer, Kürbis und Gemüse. Hatten wir, glaube ich, noch nicht. So, Kürbissuppe schmeckt bestimmt auch geil. Gemüsesuppe. Da, Kürbissuppe. Kürbiscremesuppe kenne ich wohl. Ist wahrscheinlich noch das gleiche. Die ist mega, mega geil. So, dann Amethysten und Stöcke. Da können wir ihnen mal so ein paar von den... Das sind Steine. Eigentlich von dem Hartholz geben. Aber ich würde ihm vielleicht doch lieber das weiße Holz geben. Aus einem ganz einfachen Grund heraus, weil... Das brauchen wir halt so überhaupt gar nicht. Okay, wir müssen den Rest noch verkaufen. Also, Stöcke. So, Stapel Stöcke. Und wir brauchten noch... Bringestöcke zu... Amethysten. Okay. 3 Stück. Das ist die falsche Kiste. 41 haben wir aktuell. So. Dann haben wir das. Dudlulut. So, immer kurz verkaufen. Dann haben wir das wenigstens mal aus dem Inventar raus. Den Ingwer und den Zitrin. Hallöchen. So. 2300. Na, immerhin. So. Wir sehen uns. Bestimmt. So, Anna war vorhin noch hier, ne? Da kommt das Olaf. Möchtest du das weitergeben? Jo. Keine Ahnung, wofür du Stöcke brauchst, aber ist ja auch egal. Ich bin so froh, dass du es geschafft hast. So viele Stöcke. Die sind alle für mich. Oh, danke, Kidma. Freut mich, dass du dich freust. Und ich freue mich, dass du dich freust, dass ich mich freue. Tja, das war's. Anna? Wiedersehen. Einfach so weggelaufen und er so, oh ja, das war's dann wohl. Tschüss.
Das ist schon ein bisschen traurig gewesen. So, hier eine Kürbissuppe. Hey, du bist hier. Oh, Kidna. Okay, aber wer hier in Lien Yang? Hachi! Du klingst etwas seltsam. Ich weiß. Ja. Ich war gerade auf einen Hickey-Kriecher, als der Sonnenschauer der guten Schönheit sich nachließ. Ich wusste, wie ich für vergeltet habe. Nach dieser Kürbissuppe geht das Spiel sicher gleich wieder besser. Hachi! Oh, nochmals vielen Dank. Vielen Dank. Ja, dicke Nase, ne? Kommt halt vor. Bringe Amethysten zu Ursula. Wo ist denn die Gute? Alter, wir haben mittlerweile so viele Charaktere hier rumflitzen. Ursula ist zu Hause, alles klar. Ja, Holz. 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 Wir haben ja ein bisschen Holz verbraten für das... Den neuen Zaun. Jetzt holen wir wieder ein Loch. Freunde, Löcher gehören gestopft. Nur um das noch einmal klarzustellen. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Wo ist die gute Fee? Warum ist die gute Fee jetzt essen und nicht bei mir? Ich habe ja doch gesagt, sie soll mitkommen. Merkwürdig. Oh. Lass uns abhängen. Okay. Manchmal ist das ein bisschen merkwürdig. Oh, wir müssen wieder Kürbisse gießen. Das machen wir mal schnell. Und erst muss ich das hier mitnehmen. Oh, so viel Holz. Holz, 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 Holz. Holz. Und ein Loch. Gestopft. So, okay. Dann wieder zu den Kürbissen übergehend. Sobald wir dieses Holz hier aufgesammelt haben. Ah, sie... Baum. Ein bisschen konzentrieren, dass ich hier alles mitnehme. Okay. So, ich glaube, ich habe alle. Sieht gut aus. Na schön, dann nochmal eben hier die Stöcker mitnehmen, die hier liegen. Wer spielt hier eigentlich mal die Flöte so laut? Ich laufe mal eben zu Fuß zu Ursula, ne? Brauchen Sie das kurze Stück jetzt nicht nochmal porten. Zwiebeln? Die sehen immer so gut aus, die Zwiebeln. Was habe ich Lust auf Zwiebeln? Vielleicht brauche ich heute mal wieder was Leckeres. So, Ursula. Guten Tag. Möchtest du das weitergeben? Yo. Hallo, Liebes. Ah, geht's mal mit meinen Amethysten, wie ich sehe. Die gute Fee bestand darauf, mir etwas zu schenken, das mir gefallen würde. Und sie verlangte keine Gegenleistung. So eine Närrin. Wie nett von dir, dass du sie mir bringst, Fischlein. So, haben wir erledigt. Kidma, ich habe mir sagen lassen, dass du eine wunderbare Aushilfsfee bist. Vielen Dank für deine Hilfe, mein Lieber. Aber ich konnte Merlins Buch immer noch nicht finden. Ich weiß nicht, wo ich noch suchen könnte.
Wann hast du es das letzte Mal gesehen? Das war vor 2 Tagen. Ich habe vor dem Einschlafen darin gelesen. Ich weiß, dass es weder auf dem Hauptplatz ist, noch am Strand, noch an meinem Lieblingsort des vergessenen Landes. Und Merlin hätte es sicher nicht zurückgeholt, ohne mir Bescheid zu sagen. Seine Bücher sind ihm sehr wichtig. Er erlaubt mir nicht einmal, sie nach Farben zu sortieren. Ja, sowas muss auch nach Autor sortiert werden. Nicht nach Farben, das wissen wir doch alle. Ich fürchte, es ist ganz einfach verschwunden. Moment mal, du hast noch nicht in deinem Haus gesucht? Mein Haus? Oh, meine Güte, nein, habe ich tatsächlich nicht. Das muss ich vergessen haben. Keine Sorge, ich gehe für dich nachsehen. Ist ja schon ein bisschen schusselig, die gute alte Fee, ne? Warum sollte man auch dort suchen, wo man es zuletzt hatte? Das ist ja ein Haaren herbeigezogen, Freunde. Dass sie so abrupt endet auch, ne? Wie cool. Hat was. So. Gute Fee, was hast du hier bitte gemacht? So, hab das Buch gefunden. Wo ist eigentlich ihr Bett, wenn sie im Bett gelesen hat? Oh! Du hast es gefunden. Okay, du bist einfach wundervoll. Jetzt muss ich es nur auf den richtigen Moment warten, um es zurückzugeben. Ich will Merlin nicht bei seinen Experimenten stören, weißt du? Manchmal explodiert dabei etwas oder wird in einen Kröt verwandelt. Ja, das wäre nicht so schön. Wie wäre es, wenn ich das Buch nehme und es leise ins Regal zurückstelle? Das wäre nett von dir, mein Lieber. Vielen Dank. Warum sind wir so hilfsbereit? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja gut, Merlin ist eh nicht zu Hause, insofern war es das schon. So, einmal rüber. Oh, Manny ist mein Nachbar, musst du wissen. Wir haben hier hinten so einen Freundschaftsdurchgang. Wo wir direkt auf das Grundstück des anderen können. Was in erster Linie aber dem bedingt ist, weil das Spiel das nicht anders hergibt. So. Haben wir. Oh, danke sehr, mein Lieber. Na dann, ich muss mich um die Wünsche der Dorfbewohner kümmern. Es ist fast an der Zeit, dass ich mich um mein Geschenk für dich kümmere. Wir sehen uns sicher bald, Kidma. Na schön. Die gute Fee. So, weiter können wir momentan noch nicht machen bei ihr, weil wir sie erst weiter aufleveln müssen. Und das bedeutet, wir gucken vielleicht mal, ob wir die Aliens von Buzz finden. Bei uns im Haus sind sie aber nicht, oder? Guck nochmal eben hier bei mir im Schlafzimmer. Glaube ich aber nicht, dass die bei mir sind. Also wir haben bei Remy einige gefunden. Vielleicht in den Gebäuden, die grundsätzlich hier auf der Karte stehen. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Remy. Vielleicht bei Mutter Grote könnte ich mir noch vorstellen. Ich kann's kaum erwarten, alle zu treffen. Haben wir hier vielleicht welche? Nee. Ich habe noch nicht so ganz diesen Zusammenhang bei Remy erkannt. Es muss ja einen Grund haben, warum die im Restaurant von Remy lagen. Deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwelche selbst aufgestellten Gebäude sind. Ich könnte mal bei Scar gucken. Vielleicht warst du.
dafür geboren, zu herrschen. Das sieht nicht so gesund aus. So, hier irgendwas. Okay. Mal Goofy mal eben gucken. Noch wieder da hinten rausglitscht. Ist aber nicht so schön. Ich habe hier so schönes Grundstück gebaut und dann sowas. Naja, aber Goofy ist auch nix. Also wenn ihr Ideen habt, ne? Ideen, nicht Wissen. Ideen, wo die Sachen liegen könnten, dann natürlich gerne schreiben. Hier sind überall diese Risse im Firmament. Ich guck nochmal bei Dagobert. Wobei ich... Eigentlich kann da nichts sein, weil wir waren vorhin ja schon bei Dagobert und da haben, hätten wir die Außerirdischen gesehen, wenn sie da gelegen hätten. Na, hier liegt nichts. Hm, schade. Na gut, muss man auf Nummer sicher gehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nur in Remis Laden liegen. Vielleicht bei Remis selbst zu Hause? Nein. Aber hier waren ja auch schon mal welche. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da nochmal welche sind. Schau mal Mutter Gutel vielleicht nochmal. Das könnte ich mir halt noch vorstellen. Und ansonsten kann es sein, dass Remis Laden wirklich der einzige ist, an dem welche spawnen. Und wir jetzt halt erst bis morgen zum Beispiel warten müssten, bis die nächsten wieder nachspawnen. Ich weiß es nicht. Wollte jetzt halt auch nicht alle einzelnen Häuser im Detail durchgehen. Betrieben? Nö. Mein Gott, haust du hässlich. Okay. Na gut, sei es drum. Machen wir das nebenbei. Aber wir haben natürlich noch hier ein paar Aufgaben. Schließe Dreamlife-Pflichten ab, hänge mit Mickey und Freunden ab. Bringe Mickey und Freunden ihre Lieblingsgeschenke. So, und Mickey und Freunde sind natürlich... die Rubrik hier, Mickey und Freunde. Wer will denn was haben? Goofy, Mickey, Minnie... Holen wir mal Dagobert. Salat, Topaz und Goldbarren. Salat, Topaz und Goldbarren. Dagobert wissen wir halt immer, wo er ist. Und da verkaufen sie immer tolle Sachen. Ich mag Dagobert. Salat, Topaz und Goldbarren. Ist auch ein Ranch-Salat im Angebot. Aber er möchte nur einen normalen Salat. Salat. Ja. Okay, einfach ein normaler Salat. Ich wollte nicht einfach nur einen Salat jetzt reinschmeißen, weil ich erst kurz dachte, es ist vielleicht was anderes, was wir dann machen. Wie so Rohkost oder sowas, was wir dann bekommen. So, ein Topaz. Wir haben nur 7 Topase. Warum haben wir so wenig? Einen Goldbarren. So. Wie ist Wetter hier, ne? Wir könnten ein paar Fugus angeln. Bei dem Wetter. Aber brauchen wir im Moment nicht.
Schwubbeliwupps. Schwubbel, schwubbel. Dagobert. Sei gegrüßt, Nachbar. So, ich habe was für dich. Ein Goldbarren. Ist aber laut, der Erik mit der Flöte, ne? Dann, ich habe was für dich. Einen Salat. Und ich habe was für dich. Einen Topaz. Und damit haben wir das abgeschlossen. Nice. Fange Fische, pflücke rote Blumen, koche Gericht mit 1 Stern. So, ich weiß gar nicht, rote Blumen. Wo sind denn rote Blumen? Das hier sind doch rote Blumen hier, ne? Nimm die mal mit. Ich weiß gar nicht, wie viel wir hier davon haben. 2. Da ist noch eine. Also 4 könnte ich mir vorstellen. Jawohl. 4 auf jeden Fall. Eine 5. Oh, sogar 6. Nice. Ich glaube, das war's, ne? Das lila. Okay. So, und dann machen wir folgendes. Ablegen. Und ablegen. Es ist jetzt nicht so spannend, Blumen zu pflücken, deswegen mache ich das auf diese Weise. Und ablegen. Pflücke rote Blumen abgeschlossen. Es geht nach wie vor. Nice. So, beginne Gespräche. Okay. 2 Stück. Auch das ist relativ easy. Angeln sollen wir. Weißt du was, das mache ich jetzt mal. Jetzt regnet es gerade, wir können ein paar Fugus angeln. Schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Ring. Wenn momentan nur weiße vorkommen. Aber nehmen alles mit. Wir 3 Fische am schillernden Strand. Oh, das ist auch nochmal eine Daily gewesen. Machen wir so nebenbei mit. So. Die Wellen da hinten. Wow. So. Also hier gibt es wirklich nur weiße Vorkommen. Da ist mal ein blaues. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück. Ah, Schrimps. So. Das nehmen wir mal wieder mit.
Geräusche sind irgendwie auch neu, ne? So. Wieder ein Schrimps. Cool. Da hinten ist mal ein rotes. Oh mein Gott. Dass ich das noch erleben darf. Mikrofon. Ein Kabeljau. Jau. Ein Kabeljau. Eifen. Liegt noch roter Seetang. Und den haben wir vorhin noch mitgeangelt. Kommt mir das nur so vor, da haben wir momentan echt viel Pech, was die roten Vorkommen angeht. Wir haben ein rotes und ein blaues bisher gehabt, sonst nur weiße. Jetzt ziehen wir noch mal ein bisschen roten Seetang. Was? Auch wieder weiß, ne? Vielleicht sollten wir mal woanders unser Glück probieren und Fugu Fugu sein lassen. Fange Fische am schillernden Strand. 500 Dreamlight, nehme ich gern mit. Fange Fische bei der friedlichen Wiese. Ja, komm, dann angeln wir mal hier. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir brauchen hier nicht unbedingt Fische von, aber warum nicht? Mal gucken, was es hier so gibt. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Eine Brasse. Noch mal ein bisschen was mitnehmen. Schön. So, und das ist jetzt mal die Zeit, um mal einen schönen Ranch-Salat zu essen. Mm, lecker. Okay, der bringt nicht so viel, schade. Wir müssen, glaube ich, was anderes kochen. Wie viel muss ich denn noch fischen? Fünf Fische. Mach ich das direkt mal hier. Dankeschön. Ich bin so doof, ne? Eine Regenbogenforelle. Das war daneben. Das war besser. Thank you.
Wells. So, gibt es noch irgendwo... Ich will jetzt ungern noch woanders hingehen zum Angeln. Ich möchte das jetzt hier kurz fertig machen. Ich nehme mal hier ein bisschen Holz mit, ne?